Guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich zur letzten Sektion unseres ersten Tages hier begrüßen. Und ich sehe auch einige Gesichter, die tagsüber jetzt nicht hier waren, worüber ich mich besonders freue, denn das hatten wir gehofft. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Radkau und wir sind sehr froh, dass wir ihn gewinnen konnten für diesen Abendvortrag. Es gibt mehrere Gründe, glaube ich, dafür, ihn in diesem Zusammenhang zu bitten, einen Überblicksvortrag zu halten. Wir haben damit einen der abwechslungsreichsten deutschen Historiker bei uns, glaube ich. Das Themenfeld ist sehr weit gespannt. Ich habe gerade vorhin erwähnt, dass meine erste Begegnung mit Ihnen auf Ihrer Dissertation beruhte, die über US-Immigranten ging. Und worüber wir aber natürlich heute Abend in allererster Linie sprechen werden und worüber der Vortrag gehen wird, hat seinen Ausgangspunkt 1983 genommen, nämlich die große Studie, seine Habilitationsschrift auch, die große Studie über Aufstieg und Fall der deutschen Atomwirtschaft. Damals noch Krise, genau. Ich bin etwas irritiert, weil wir beide unabgesprochen diese zweite Sache hier mitgebracht haben. Ich werde jetzt nicht sehr lange hier eine große Einführung machen. Ich glaube, das können wir uns ersparen. Sie alle kennen Herrn Radkau. Er war Professor in Bielefeld und nähere Angaben zu seiner Biografie sind auch in unserer Tagungsmappe. Auch über die weiteren Werke werde ich nicht sehr viel sagen. Ich habe eigentlich nur zwei Stichworte, die ich am Anfang, die mich auch bei der Relektüre jetzt dieses neuen Buches, was vor einigen Jahren erschienen ist, mir nochmal besonders aufgefallen ist. Und zwar das eine ist die exakte Beschreibung von Entscheidungsfindungen, die in beiden Büchern ja sehr genau nachempfunden ist und die doch eher den Eindruck einer großen, ja, wie soll ich sagen, Konfusion. Es ist mit Sicherheit, die Entwicklung ist mit Sicherheit keine eindeutig interessengeleitete Geschichte gewesen, sondern sie ist von sehr vielen Faktoren beeinflusst gewesen, die keine der Akteure, weder aus Wirtschaft, Politik noch aus der Scientific Community jemals überblickt haben oder auch nur bewusst gesteuert haben. Und das andere ist die Schilderung nochmal in der Anfangszeit der Atomenergieentwicklung, mit welchem Enthusiasmus, mit welcher grandiosen Naivität und mit welchen Zukunftsprojektionen diese Energie propagiert wurde, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Und das sind, glaube ich, zwei Merkmale, über die Sie heute Abend auch nochmal was sagen wollten. Ja, das war eigentlich das, was ich am prägnantesten aus diesen Studien entnommen habe und nochmal darauf hingewiesen, also 1983 der erste fundierte historische Überblick über dieses Geschehen in den 50er, 60er und 70er Jahren in Deutschland. Und damit übergebe ich an Sie. Ja, erstmal möchte ich Sie alle herzlich begrüßen. Auch herzlichen Dank, Frau Zepp. Überhaupt freue ich mich über die Einladung zu dieser Veranstaltung. Das weiß ich jetzt so richtig zu würdigen. Und zwar bin ich schon bei so mancher Tschernobyl-Tagung dabei gewesen, aber eine Tagung von einem derart internationalen Spektrum wie diese habe ich bislang noch nicht erlebt. Das ist eine einzigartige Gelegenheit zur Horizonterwartung, und zwar von ganz besonderer Bedeutung bei der Kernenergieproblematik,
wo manches als typisch deutsch gilt, was gar nicht so exklusiv deutsch ist. Besonders aufregend sind für mich die hier gebotenen intimen und teilweise auf Akten gestützten Einblicke in die Rolle von Tschernobyl beim Zerfall des sowjetischen Machtblocks. Das ist eine Katalysatorfunktion von geradezu welthistorischer Bedeutung. Bei der Durchsicht der Papers hat mich allerdings am meisten verblüfft das Paper von Arne Kaiser über Schweden, dass ausgerechnet Schweden, das von den radioaktiven Emissionen von Tschernobyl am stärksten nächst der Sowjetunion betroffen wurde und das eine alte antinukleare Tradition hat, am wenigsten auf Tschernobyl reagiert hat. Darauf habe ich mich schon manchmal auf Schwedenreisen gewundert. Also ist es auch eine Geschichte mit manchen Rätseln. Ich möchte in meinem Vortrag drei Thesen vertreten. Ich habe gerade noch so eine halbe Grippe überwunden, deswegen ist meine Stimme etwas belegt. Erstens, Aufstieg und Niedergang der deutschen Atomwirtschaft sind nur aus transnationalen Zusammenhängen heraus zu verstehen. Zweitens, um auf die Titelfrage zu antworten, Katastrophen wie Tschernobyl werden vor allem als Katalysator wirksam dort, wo bereits Handlungspotenziale bestehen. Die deutsche Anti-AKW-Bewegung entstand ja über ein Jahrzehnt vor Tschernobyl. Sie war ja sogar in den letzten Jahren vor der Reaktorkatastrophe abgeflaut gewesen. Übrigens scheint mir diese Katalysatorfunktion auch für die DDR zu gelten, obwohl die Gegnerschaft gegen die Kernenergie dort nie so verbreitet war wie im Westen. Drittens, die Geschichte der Atomwirtschaft und auch die der Energiewende ist ganz wesentlich eine Geschichte der Zukunftserwartungen und damit zugleich eine der Überraschungen. Bitte erwarten Sie keine in sich zusammenhängende Erzählung von mir. Einstweilen erscheint es aussichtslos, die weltweite Geschichte der Atomkraft in ein einziges großes Narrativ zwängen zu wollen. Stattdessen möchte ich eine Reihe von Schlaglichtern bieten, die genannten drei Thesen erläutern und dabei dazu auf manche Aspekte verweisen, die meinem Eindruck nach noch keine genügende Beachtung gefunden haben. Die Anfänge der bundesdeutschen Kernenergieentwicklung erklären sich vor allem aus einem internationalen Trend der weltweiten Atomeuphorie im Gefolge der Genfer Atomkonferenz vom August 1955, und sie erklären sich am allerwenigsten aus einem heimischen Energiebedarf. Im Gegenteil, das erste deutsche Atomprogramm wurde ausgerechnet 1957 beschlossen, zu Beginn der großen Überproduktionskrise der Ruhrkohle. Aber auch die Gegenbewegung, die sich in den frühen 1970er Jahren sammelte, entsprang keiner German Angst, wie oft so hämisch behauptet wird. Selbst den meisten deutschen Kernkraftgegnern war nicht bewusst, dass die frühesten Impulse der deutschen Gegenbewegung aus den USA kamen. Holger Strohm, heute längst vergessen, der das erste umfangreiche deutsche Kompendium von Anti-AKW-Argumenten verfasste, Friedlich in die Katastrophe, das wurde von Auflage zu Auflage dicker bis auf Bibelformat, war Vorsitzender der deutschen Sektion der Friends of the Earth, und seinen Informationsvorsprung hatte er durch seine amerikanischen Connections erlangt. Weit mehr als allgemein bekannt ist, stand am Anfang der deutschen Anti-AKW-Bewegung die Information, nicht die Panik. Damals hatte man ja noch keine Reaktorkatastrophe vor Augen. Überhaupt habe ich in meiner Ära der Ökologie die These vertreten, dass die Umweltbewegung in ihrer Essenz nichts weniger als eine neue Aufklärung ist und nicht primär eine Geschichte von Angstreaktionen. Ich habe früher immer und immer wieder Sammelrezensionen der einschlägigen Literatur verfasst. Es ist auch literarisch unglaublich produktiv gewesen. Aber es fehlt der Anti-AKW-Bewegung und überhaupt der Ökobewegung noch vielfach an Geschichtsbewusstsein. Merkwürdigerweise sind die US-amerikanischen Ursprünge der Kernenergie-Kontroverse selbst unter amerikanischen Umwelthistorikern seit langem vergessen.
Und zwischen den Atomkonflikten in den USA und in der Bundesrepublik besteht eine auffällige Ungleichzeitigkeit. Das mag die wechselseitige Unkenntnis erklären. In den USA kulminierte der Konflikt bereits in den 1960er Jahren. Da gab es einen direkten Übergang von der Protestbewegung gegen Atomwaffentests in der Atmosphäre zu den Protesten gegen zivile Kernkraftwerke. Ein Bindeglied war der Protest gegen das sogenannte Plowshare, also Pflugscharprogramm, dessen Titel auf die Devise der Friedensbewegung Schwerter zu Pflugscharen anspielte, das Programm eines zivilen Einsatzes von Atombomben, um einen neuen Panama-Kanal, Panatomic Canal, auf Meeresniveau zu sprengen. Die Kritik an Kernkraftwerken verschärfte sich in den USA in den späten 60er Jahren, als Versuche ergaben, dass auf das Notkühlsystem bei schweren Störfällen nur begrenzt Verlass ist, worauf sich im Klartext die reale Möglichkeit einer ungeheuren Katastrophe ergab, die das friedliche Atom doch in die nächste Nähe der Bombe rückte. Ich möchte mal darauf hinweisen, auf ein Buch, ich finde das das interessanteste Buch über US-amerikanische Kritik an der Kernkraft von einem Insider, verfasst aus eigenen Kenntnissen von der Nuclear von der Nuclear Regulatory Commission von David Okrent, der sagt, 1966 hätte es in der amerikanischen Reaktorsicherheitskommission eine regelrechte Revolution gegeben, als schlagartig klar geworden ist, dass ein Super-GAU möglich ist und auf die Sicherheitssysteme der bestehenden Kernkraftwerke kein Verlass ist. Mitte der 70er Jahre dagegen, auf dem Höhepunkt des Atomkonflikts in der Bundesrepublik, war es in den USA bereits wieder ruhig geworden. Zwar gab es keinen prinzipiellen Ausstieg aus der Kernenergie, de facto wurden jedoch keine neuen Kernkraftwerke bestellt. Der Hauptgrund waren ganz einfach die hohen Kosten. Heute wissen nur noch wenige, dass die erste europäische Großdemonstration gegen ein geplantes Kernkraftwerk nicht in Deutschland, sondern erstaunlich in Frankreich stattfand, am 12. April 1971 im elsässischen Fessenheim. Und kurz darauf strömten 10-mal so viele Demonstranten an die 15.000 zu dem Reaktorbauplatz bei Bugey an der Rhone. Die Kundgebung gipfelte in einem großen antinuklearen Fest im Juli 1971. In Straßburg trafen sich am 28. Dezember 1971 Vertreter von angeblich rund 50 Anti-Kernkraft-Initiativen aus verschiedenen Ländern. Eine antinukleare Internationale zeichnete sich ab. Vorbilder von jenseits des Rheins waren bei der Besetzung des Bauplatzes für das geplante Kernkraftwerk Wiel am 18. Februar 1975 von Bedeutung, mit der der Anti-AKW-Protest in der Bundesrepublik erstmals als militante Massenbewegung in Erscheinung trat und schlagartig in die Hauptschlagzeilen der Medien rückte. Noch 1974 ergab eine Untersuchung des Bartel-Instituts, dass unter etwa 10.000 deutsche Presseartikeln über die Kernenergie nur ein winziger Bruchteil kritisch war. Entgegen dem, was später oft behauptet wurde, kam der primäre Impuls nicht aus den Medien, keine Sensationsmacher der Medien. Man kann auch daran ermessen, in welchem Maße die am Ende erfolgreiche Bauplatzbesetzung in Wiel im Frühjahr 1975 von ihrem Überraschungseffekt profitierte, wogegen die französische Obrigkeit damals schon gewarnt war. In der Folgezeit, als Frankreich zur unbestrittenen Hochburg der Kernenergie geworden war, wurde es vor allem in der Atomlobby beliebt, einen klischeehaften Kontrast zwischen Deutschland und Frankreich zu konstruieren. Frankreich als das Land der Rationalität, des Glaubens an den Fortschritt, Deutschland als das Land der Romantik, des Unbehagens an der Moderne. In scharfem Kontrast zu der Erfolgsgeschichte deutscher industrieller Technik erfand man sogar eine deutsche Tradition romantischer Technikfeindschaft. Nach Tschernobyl erschien ein Enzensberger Kursbuch mit dem Titel GAU, die Havarie der Expertenkultur. Da wurde auch ich um einen Beitrag gebeten. Da die Atomlobby ihre Gegner so gerne als Angsthasen lächerlich gemacht hatte, leistete ich mir das grimmige Vergnügen, die Kernenergieentwicklung als eine Geschichte krampfhafter Angstabwehr
darzustellen. Veronika Wendland hat diesen Artikel ja schon vorhin mehrmals zitiert. Denn gerade alterfahrene Nuklearexperten wussten schon früh, dass es sich bei der Atomkraft um eine hochriskante Technik handelt. Bis in die frühen 60er Jahre wurde über die Risiken noch relativ offen geredet. Erst danach, als die ersten atomaren Großkraftwerke in Auftrag gegeben wurden, setzten Sprachregelungen ein. Nicht zuletzt darin besteht der intellektuelle Reiz einer Erkundung der atomaren Frühzeit. Ich selbst, ursprünglich Kernenergieanhänger, näherte mich durch derartige historische Entdeckungen, nicht auf dem Umweg über die Geschichte, mir und mir den Gegnern der Kerntechnik, von deren Existenz ich gar nicht gewusst hatte, als ich 1973 mit der Erforschung der Kernenergiegeschichte begann. Ein gereimter Band von einem Fritz Wolf, Das lustige Atom, der in den 50er Jahren mehrere Auflagen erlebte und der in der Atomszene gern verschenkt wurde. Der frühere Atomminister Balke, der davon einen ganzen Stapel hatte, schenkte mir ein Exemplar. Dieser Band verfällt mitunter in schwarzen Humor. Zitat: Schon jetzt erscheint es manchmal hart, was sich an Chromosomen paart, was durch Bestrahlung werden kann, da denkt man lieber gar nicht dran. Das erste deutsche Standardwerk zur Reaktortechnik, verfasst von dem alterfahrenen Kraftwerksbauer Friedrich Münzinger, enthält den warnenden Hinweis, man höre und staune, radioaktive Gifte seien 1 bis 1000 Millionen Mal so gefährlich wie chemische, und noch weitere Passagen von einer Art, wie man sich später nur in Anti-AKW-Pamphleten findet. Otto Haxel, in der Folge technischer Leiter des Kernforschungszentrums Karlsruhe, bemerkte 1952 lakonisch, jedes Urankraftwerk sei zwangsläufig eine Kernsprengstofffabrik. Robert Gerwin, später ein publizistischer Herold der Atomlobby, gruselte sich 1959, Zitat, wird der gesamte heutige Energiebedarf der USA durch Atomkraftwerke gedeckt, dann würde wöchentlich so viel Radioaktivität entstehen, wie 4500 Atombomben erzeugen. Man kann die Reihe ähnlicher Hinweise aus der atomaren Frühzeit noch ein ganzes Stück weiter fortsetzen. Zwischenbemerkung, ich hatte früher stand viel in Kontakt mit dem Politikwissenschaftler Wilhelm Hennis, der schon in den 70er Jahren Gegner der Kernkraft war, obwohl er damals die CDU nahestand. Und der meinte, die Anti-AKW-Bewegung hätte von Anfang an die Unlösbarkeit der Endlagerproblematik in den Mittelpunkt stellen können. Auf die Weise hätte sie mit juristischen Mitteln die ganze Kernenergieentwicklung kippen können, während das nukleare Risiko damals noch so zu hypothetisch war, zu wenig knallhart juristisch fassbar. Es hatte jedenfalls seine Gründe, wenn das volle Risiko der Atomkraftwerke nicht auch nur annähernd zu versichern war, weder in den USA noch in der Bundesrepublik. Gerade aus liberal-ökonomischer Sicht war das die Ursünde des Aufbaus der Atomwirtschaft. Eine Dialektik, das finde ich nur interessant, eine Dialektik zwischen Atomeuphorie und Horror vor der Atomkraft war in der Entwicklung frühzeitig angelegt. Ohnehin spiegelte die Begeisterung für das friedliche Atom mehr eine veröffentlichte als die wahre öffentliche Meinung. Nicht schon Ende der 50er Jahre kam heraus, dass es in der Bevölkerung weit mehr Sorgen als Hoffnung gegenüber der Kerntechnik gab. Noch so eine besonders nette Story: Ein Berater des RWE in Atomfragen, Oskar Löbel, der das Unternehmen der Nazizeit vor gigantischen Windkraftprojekten gewarnt hatte und deshalb, er war von seiner Herkunft Halbjude, vom RWE über die Nazizeit gerettet wurde, spezialisierte sich zu jener Zeit darauf, optimistische Kostenprognosen der Atomlobby auseinanderzunehmen, und bemerkte spöttisch, wie großspurige Anbieter von Atomreaktoren kleinlaut würden, sobald das RWE sie darauf festzunageln suchte, sie sollten die versprochenen niedrigen Stromkosten vertraglich garantieren. Und im Stil des Anfangs der Asterix-Hefte, die das freie Gallierdorf als eine Insel im Römerreich präsentieren,
schildert er die großen Stromerzeuger als eine Insel der Nüchternheit mitten im nuklearen Rausch. Zitat: Alles war hoffnungsvoll gestimmt, das Atomzeitalter war angebrochen, die Zukunft hatte begonnen. Nur eine Gruppe machte Vorbehalte, es waren dies die großen Stromversorgungsunternehmen, darunter das größte von ihnen, das RWE. Sie wollten an das goldene Zeitalter nicht glauben. Ironie der Geschichte sucht man in den 60er Jahren nach skeptischen Stimmen zur Zukunft der Kernkraft, findet man sie aber noch am ehesten im Umkreis des RWE, das sich ein Jahrzehnt darauf an die Spitze der Atomlobby stellte. Weit abseits der späteren Anti-AKW-Bewegung gab es frühzeitig auch unter Experten ein Bewusstsein des nuklearen Risikos. In den frühen 60er Jahren plante die BEWAG, die Berliner Kraft- und Licht AG, ein Atomkraftwerk in West-Berlin auf der Wannseeinsel. Ich glaube, es hat in letzter Zeit auch hier in Berlin Schlagzeilen gemacht. Und sogar der damalige regierende Bürgermeister Willy Brandt stand hinter dem Projekt, musste sich jedoch von dem Bonner Atomminister Siegfried Balke belehren lassen, dass bei einem schweren Störfall die Bevölkerung in weitem Umkreis evakuiert werden müsse. Man stelle sich vor, ein erheblicher Teil der Westberliner hätte in die DDR evakuiert werden müssen, wenige Jahre nach dem Mauerbau. Ich traute meinen Augen nicht, als ich dieses der Öffentlichkeit anscheinend unbekannte Projekt in den Akten entdeckte. Ende der 60er Jahre plante die BASF ein firmeneigenes Atomkraftwerk bei dem Ballungszentrum Mannheim-Ludwigshafen. Das wäre eine Konkurrenz für den vom RWE projektierten, damals größten Atomkomplex der Welt bei Biblis gewesen. Und da machte kein anderer als Heinrich Mandl, der kommende Atompapst des RWE, die Bundesregierung darauf aufmerksam, dass großstadtnahe AKWs in den USA wegen des gewissen Restrisikos wohlweislich vermieden würden. Man denke 1966 die Revolution der amerikanischen Reaktorsicherheitskommission. Auch eine der Ironien der Atomgeschichte: ausgerechnet der spätere Atompapst stieß die Bundesregierung auf das atomare Restrisiko. Aus der Nähe gesehen erscheint das bundesdeutsche Establishment in Fragen der Kernenergie nicht so geschlossen, wie es sich die Anti-AKW-Demonstranten bei Zusammenstößen mit der Polizei darstellte. Also man kann die bundesdeutsche Kernenergie-Geschichte durchaus auch mit einem Schuss Humor und Ironie darstellen. Ein ganz entscheidender Punkt war sicherlich der, dass Frankreich Atommacht im militärischen Sinne und ist, und von daher stand der dortigen Nukleartechnik bereits ein umfangreicher organisatorischer Apparat zur Verfügung, mit dem sich die deutsche Atomkommission nicht im Mindesten vergleichen konnte. Von der Ferne wirkt die deutsche Atomkommission noch immer so gewaltig wie so ein Superhirn. Als ich an die Akten rangelassen wurde, war ich verblüfft. Ein ziemlich chaotisches, entschlussunfähiges Sammelsurium von Gremien zu finden. Vollends nach der Ölkrise vom Herbst 1973 setzte die französische Regierung von der wachsenden Kritik an der Kernkraft unbeirrt alle ihre Machtmittel ein, um nahezu die gesamte französische Elektrizitätsversorgung auf atomare Basis zu stellen und, Zitat von Michael Best, mit atemberaubender, drakonischer Kühnheit Frankreich in der Kerntechnik zur weltweiten Führungsmacht zu machen. In den späten 70er Jahren war der Widerstand gegen Kernkraftprojekte in Frankreich zeitweise noch gewalttätiger als in der Bundesrepublik. Wenn er dennoch am Ende stecken blieb, war wohl dafür der französische Zentralismus und der militärische Rückhalt der entscheidende Grund. Damit ein Protest sich ausbreitet, muss er nicht nur Grund zur Empörung haben, sondern auch eine Chance zum Erfolg erkennen. Sonst wird er auf die Dauer frustriert. Das war offensichtlich in der Bundesrepublik mehr als in Frankreich der Fall. Das bundesdeutsche Genehmigungsverfahren von Kernkraftwerken besaß zumindest formal ein dezentrales Element, ganz im Gegensatz zu Frankreich, mit den lokalen Erörterungsterminen. Da gab es ein Forum für Kritiker, die mit den Kernkraftwerken in nächster Nachbarschaft leben sollten. Zwar erwiesen sich die lokalen Erörterungstermine häufig als Farce,
da der Bau der Kernkraftwerke längst mit der Landesregierung abgemacht war. Aber gerade diese Erfahrung brachte Kritiker, die sich nicht ernst genommen sahen, erst recht in Rage und zerstörte das Vertrauen in die Rechtschaffenheit des Genehmigungsverfahrens. Und dann die Erfahrung mit der Polizei. Die protestierenden deutschen Studenten der 68er-Revolte glaubten in der Regel, die deutsche Polizei sei besonders brutal, weil es in ihr noch viele ehemalige Nazis gab. Wer sich dagegen in Frankreich an den Demonstrationen gegen das Brüterprojekt von Malville beteiligte, sah sich eines anderen belehrt. Wie es in einer Broschüre gegen den Atomstaat mit Texten von Wolf Biermann, Klaus Traube und Günter Wallraff heißt, Zitat, im Vergleich zu Malville war Brockdorf ein Spaziergang, und ich meine auch in Brockdorf gab es bürgerkriegsähnliche Szenen, mit Nebelgas und Offensivgranaten schoss die Polizei wie im Krieg. Im internationalen Vergleich erkennt man einen großen Vorteil unseres Landes, den es mit anderen Nicht-Atommächten teilt, dass es hier trotz anfänglicher militärischer Ambitionen nie zur Ausbildung eines militärisch-industriellen Komplexes gekommen ist, die die Atomwirtschaft nach außen abgeschottet hätte. Der größte Bestseller der Anti-AKW-Bewegung ist ja Robert Jungs Atomstaat von 1977 gewesen. In Wahrheit bestand jedoch die besondere Chance der bundesdeutschen Anti-AKW-Bewegung darin, dass es bei uns nie zur Ausbildung eines förmlichen Atomstaats gekommen ist. Lothar Hahn weist in seinem gemeinsamen Buch, also das ist ja die Neuausgabe meiner Atomwirtschaft, Lothar Hahn, der unter der rot-grünen Bundesregierung Chef der Reaktorsicherheitskommission wurde, hat mit seinen Insiderkenntnissen das bis zur Gegenwart durchgezogen. Lothar Hahn weist in seinem gemeinsamen Buch darauf hin, dass in der Bundesrepublik schon seit 1982 kein neues Kernkraftwerk in Auftrag gegeben wurde, ganz einfach aus einem Mangel an ökonomischem Interesse. Ein latenter, das ist auch ein interessanter Punkt, den ich auch lange nicht so klar erkannt habe, ein latenter Ausstieg aus der Kerntechnik läuft also schon seit Jahrzehnten, begann schon vor Tschernobyl, aber eben ohne ein Konzept für die Zukunft der Energieversorgung. Im Jahr 1999 war ich zu einer internationalen Konferenz zur Reaktorsicherheit auf dem Monte Verita, dem Berg der Wahrheit, oberhalb von Ascona geladen. Als ich dort mit einem Sprecher der Atomlobby, mit dem ich mich davor gestritten hatte, einen Nachtspaziergang unternahm und ihn fragte, wie sich die Energiewirtschaft eigentlich die fernere Zukunft vorstelle, schritt er zunächst schweigend neben mir her und erwiderte dann im Dunkeln mit bitterer Stimme, wie könne ich eine derartige Voraussicht von solchen Unternehmen erwarten, die bei Bedarf sogar die Pensionsfonds ihrer eigenen Angestellten angriffen. Nicht? Der Berg der Wahrheit, der Monte Verita, machte seinem Namen Ehre. Heute demonstriert das britische Atomkraftprojekt von Hinkley Point, das den britischen Steuerzahler mindestens 25 Milliarden Euro kosten dürfte und ja von Chinesen gebaut wird, in aller Krassheit die ökonomische Irrationalität der Kernenergie. Ein Kollege von mir, ich nenne mal aus Lizenz keinen Namen, hörte von einem britischen Finanzmann bei einem internen Treffen, wir Deutschen könnten doch froh sein, dass wir uns ungehindert auf die erneuerbaren Energien verlegen könnten, da wir keine Atomkraftwerke bräuchten, um Kosten der militärischen Atomrüstung zu verstecken. Ei, ei, kann man nur sagen. Ein bedenkenswertes Wort. Mittlerweile ist im weltweiten Überblick weit deutlicher geworden, als dies noch im Atomkonflikt der 70er Jahre der Fall war, dass militärische Interessen nicht nur am Ursprung der Kerntechnik standen, sondern auch weiterhin eine wesentliche Triebkraft bildeten. Übrigens weist manches darauf hin, dass es auch für Japan gilt, das zwar keine Atommacht ist, aber sich die Option noch offen halten will. Ich habe mal in Japan ein langes Gespräch darüber mit Aichi Kido gehabt, der auf Deutsch auch ein Buch bei Paul Rugenstein herausgebracht hat, der vertritt diese These, auch wenn sich das nicht, natürlich nicht exakt quellenmäßig begründen lässt.
Das wurde durch die Zauberwelt der frühen Atomeuphorie verdeckt, wo das friedliche Atom die erlösende Gegenwelt zur Atombombe, den paradiesischen Kontrast zur atomaren Apokalypse bildete. Wie so oft tendiert das utopisch angehauchte Zukunftsdenken zu Himmel-Hölle-Kontrasten. In Wahrheit gab es nicht nur bei den Atommächten, sondern auch in Bonn bei der frühen Atompolitik militärische Hintergedanken. Adenauer und Strauß, die dem US-amerikanischen Atomschild nicht trauten, planten einen Bau von Atomwaffen in Kooperation mit Frankreich. Als jedoch de Gaulle, der die Force de Frappe für Frankreich allein haben wollte, die bereits angelaufene Zusammenarbeit abbrach und sich zur gleichen Zeit die SPD als Partei des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, nicht zuletzt auch der Forcierung des friedlichen Atoms zu profilieren suchte, fluchte der alte Adenauer vor dem CDU-Vorstand, Zitat, das verdammte Atom hat allen den Kopf verdreht. Ein denkwürdiges Adenauer-Wort, das in Erinnerung gehalten zu werden verdient, eigentlich auch in die Schulbücher sollte. Insgesamt ist gerade im transnationalen Vergleich der Befund eindeutig. Tschernobyl konnte in der Bundesrepublik zumindest längerfristig den Ausstieg aus der Atomkraft und die Energiewende vorantreiben, weil der Boden längst dafür vorbereitet war. Die Gegenbeispiele sind England, Frankreich und Japan, selbst noch nach Fukushima. Im offiziellen japanischen Sprachgebrauch handelt es ja bei Fukushima um keine Reaktorkatastrophe, sondern um das große ostjapanische Erdbeben. Und beim Erdbeben gibt es keine Schuldigen. Das Buch des damaligen japanischen Premierminister Naoto Kan über seine Erfahrungen in den Tagen danach, hier ist eine deutsche Ausgabe, gibt erschütternde Einblicke in die Unverfrorenheit, mit der sich die führenden Leute des TEPCO-Konzerns, der die Reaktoren von Fukushima betreibt, aus der Verantwortung zu stehlen versuchten. Und dabei hatte Japan, wie ich von ihm erfahren habe, vor einem Jahr lernte ich ihn auf einer Japan-Reise persönlich kennen, dabei hatte Japan noch Glück im Unglück gehabt. Stellen Sie sich vor, das kommt auch in diesem Buch vor, leicht hätte es dahin kommen können, dass auch die Region um Tokio, also ein erheblicher Teil der japanischen Bevölkerung, hätte evakuiert werden müssen. Eine nationale Katastrophe, fast noch schlimmer als der Ausgang des Zweiten Weltkrieges. Naoto Kan wurde darüber zum Gegner der Atomtechnik. Dadurch hat er sich in seinem eigenen Land politisch isoliert und ist angeblich hier in Deutschland populärer als im eigenen Land. Das Beispiel Japan bringt mich noch auf folgenden Aspekt, der, finde ich, noch viel zu wenig Beachtung gefunden hat. Eine künftige Geschichte der Anti-AKW-Bewegung, und ich meine, das große Standardwerk zur Anti-AKW-Bewegung gibt es eigentlich noch bis heute nicht. Eine künftige Geschichte der Anti-AKW-Bewegung sollte nicht nur auf die Demonstrationen und die Zusammenstöße mit der Polizei schauen, sondern auch auf Vernetzungen der Protestbewegungen mit kritischen Wissenschaftlern, mit Medien, Politikern, Kirchenleuten und nicht zuletzt auch Juristen. Dieses Zusammenwirken, das für den Erfolg dieser Bewegung entscheidend war, ist, soweit ich sehe, noch nie in einer groß angelegten Untersuchung dargestellt worden. Da macht sich die Spezialisierung der einschlägigen Forschung bemerkbar, nicht Politologen, Soziologen, Juristen, Theologen und so weiter und so weiter. Demonstrationen allein bewirken noch nichts. Auch für fragwürdige Ziele lassen sich Leute auf die Straße bringen. Was nun international wenig bekannt ist, auch in Japan gab es seit langem lokale Anti-AKW-Initiativen, aber an dieser Vernetzung hat es weithin gefehlt und das war ihr Verhängnis. So jedenfalls hat es mir Helmut Weidner vom Wissenschaftszentrum Berlin geschildert, der die japanische Umweltbewegung seit Jahrzehnten verfolgt. Weidner zufolge ist diese Vernetzung hier in Deutschland vor allem von pragmatischen 68ern geleistet worden. Die These hat mir gut gefallen, weil ich auch selber zu diesem Genre gehört habe.
Das ist nebenbei ein ganz neuer Blick auf Langzeitwirkung von 1968. Für die umfangreiche 68-Forschung waren die pragmatischen 68er meist am wenigsten interessant. Nicht die RAF-Leute waren da viel aufregender. Durch den Seitenblick auf Japan bemerkt man Erfolgsbedingungen der deutschen Anti-AKW-Bewegung, die noch zu wenig gewürdigt worden sind. Als ich vor über 40 Jahren mit meinen Recherchen zur Genese der bundesdeutschen Atomwirtschaft begann, mir aus purer Neugier als aus irgendeinem Kalkül, es war ja damals für einen jungen Historiker, der noch was werden wollte, ein ziemlich verrücktes Unterfangen, intendierte ich eine Vorgeschichte der Zukunft. Meine erste Entdeckung bestand darin, dass es die zivile Kernkraft, von der seit den 50er Jahren so viel geredet wurde, realita noch kaum gab, die Geschichte der Kernenergie vielmehr bis in die jüngste Zeit eine Geschichte der Zukunftserwartungen war. In den letzten Jahren habe ich diesen Ansatz mit weiterem Horizont wieder aufgenommen und an einer Geschichte deutsch-deutscher Zukunftserwartungen seit 1945 geschrieben, im kommenden Februar soll es erscheinen. Das ist nicht zuletzt eine Geschichte der Überraschungen und ihrer Überrumpelungseffekte, wenn Unerwartetes eintritt. Aber dadurch ist die Zukunftsgeschichte manchmal auch ganz lustig, als eine Geschichte der Überraschungen und Überrumpelungen. Da ist nun die Geschichte der Atomtechnik ungemein ergiebig und auch die Geschichte der Gegenbewegung. In den Jahren vor Tschernobyl war die Kontroverse um die Kerntechnik abgeflaut. Die deutsche Öffentlichkeit wurde von der Reaktorkatastrophe überrascht. Und ich gestehe, auch ich selber wurde überrascht. Ich hatte mich zu jener Zeit von der Kerntechnik in die Geschichte der Waldwirtschaft begeben, die allerdings genauso konfliktgeladen ist, wie ich dann entdeckte. Überrascht wurden auch die Grünen. Sie waren in der Zeit davor mit ganz anderen Themen als mit den Gefahren der Atomkraft beschäftigt gewesen. Das kann man in der großen Dokumentation der Grünen, der ersten Grünen Bundestagsfraktion, das sind zwei dicke Bände, nachlesen. Da finden sich im Register, stellen Sie sich das vor, zum Stichwort Kerntechnik, man staune, nur ganze drei Seitenangaben zur Nachrüstung findet sich 10-mal mehr. Und soweit ich das überschaue, kam nur ein kleinerer Teil der damaligen Grünen aus der Anti-AKW-Bewegung. Daniel Cohn-Bendit erklärte vor Tschernobyl sogar ganz offen, die Sicherheitsprobleme der AKWs seien politisch uninteressant und regelten sich durch ökonomische Mechanismen von selbst. Auch Fukushima kam als Überraschung. Bekanntlich hatte die Bundesregierung noch kurz davor die Laufzeit der Kernkraftwerke verlängert. So, ich überschlage jetzt mal was ich glaube ich zu sehr mit schon bisherigen Papers deckt. Jetzt noch so einen Punkt, der vielleicht noch nicht hervorkam. Gewiss begann mit Tschernobyl etwas Neues, auch in der Bundesrepublik. Ein neues Element, und zwar ein markantes, brachte Tschernobyl in die deutsche Anti-AKW-Bewegung. Da traten jetzt Frauen in vorderste Front in Erscheinung. In den USA übrigens schon seit dem TMI-Störfall Harrisburg 1979. Gewiss waren Frauen, soweit zu erkennen, schon frühzeitig in dieser Protestbewegung stark vertreten. Das schlug sich jedoch kaum in der Anti-AKW-Publizistik nieder. Diese wurde fast durchweg von Männern verfasst. Neuartig war nach Tschernobyl ganz besonders die führende Rolle der Mütter. Noch kurz davor hat es in der feministischen Ökoszene den sogenannten Schwesternstreit gegeben, bei dem allen Ernstes diskutiert wurde, ob Mutter ein rassistischer und frauendiskriminierender Begriff sei. Die neue Frauenbewegung der 70er Jahre hat ja im Zeichen des Kampfes gegen den Paragraph 218, das Abtreibungsverbot, begonnen und mit der Mutterrolle der Frau oftmals in Spannung gestanden. Nach Tschernobyl dagegen bekannte die streitbare Feministin Claudia von Werloff, auch mir früher aus Bielefeld wohl bekannt, Zitat: Ich denke, fühle, schreibe und bewege mich jetzt zum ersten Mal ausdrücklich als Mutter. Manche Mutter macht das freilich als seltsam entscheiden, dass ein Reaktor explodieren musste, damit sich eine Mutter als Mutter fühlt, aber ich will jetzt mal
sarkastischen Kommentar runterschlucken. Da Kleinkinder und ungeborene Kinder am stärksten durch Radioaktivität gefährdet sind, enthielt die weibliche Mutterrolle jetzt einen kämpferischen Auftrag, mochten auch gestandene Anti-AKW-Kämpfer diese neuen Mütterinitiativen als Becquerel-Bewegung ironisieren, da die Mütter zuallererst um radioaktiv unbelastete Nahrung für ihre Kinder besorgt waren. Aber das war damals keine ausschließlich weibliche Ängstlichkeit. Selbst ein leitender Manager eines Unternehmens, das führend am Bau von Kernkraftwerken beteiligt war, aus Lizenz nenne ich nicht den Namen, bekannte mir nach Tschernobyl, von nun an wolle er mit der Kerntechnik nichts mehr zu tun haben, wo er seine Kinder nicht mehr unbesorgt im Garten spielen lassen konnte. Mir ist übrigens noch vorhin noch durch ein Gespräch mit einer Bekannten, das ist jetzt ein kleiner Schlenker, noch folgende Frage gefallen. Dieser Bekannte hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass das Novemberpogrom von 1939, die sogenannte Kristallnacht, mit wachsendem zeitlichen Abstand an Bedeutung eigentlich im allgemeinen Bewusstsein immer mehr zugenommen hat. Und da wäre eine ganz interessante Frage, ob das auch zumindest teilweise für Tschernobyl gilt, denn die Langzeitfolgen, auch das elende Schicksal vieler verstrahlter Liquidatoren, wurde ja erst nach Jahren so richtig erschreckend anschaubar. Nicht? Irgendwie 1995 wurde ich mal schockiert, als eine Frau mir berichtete, sie war bei einer Tagung der Liquidatoren dabei gewesen, sie war eine Tagung von lauter totgeweihten Männern gewesen. Und ich meine auch, also ein Erfolgsbuch wie dieses von Svetlana Alexejewitsch, Tschernobyl, eine Chronik der Zukunft, vor ein paar Jahren Friedenspreis des deutschen Buchhandels, mit Berichten von Tschernobyl verstrahlten, eben 10 Jahre danach, konnte ja erst in einem gewissen zeitlichen Abstand erscheinen. Das wäre auch ein ganz interessantes Thema, dem man mehr Macht zu gehen wäre. Während Tschernobyl die deutsche Öffentlichkeit zunächst in fieberhafte Erregung versetzte, auch ich selbst muss gestehen, ich wurde in diesen Strudel bis an den Rand des Nervenzusammenbruchs hineingerissen, das war der Ursprung meiner Geschichte der deutschen Nervosität, verbreitete sich nach einiger Zeit in der Anti-AKW-Szene tiefe Enttäuschung, alles sei umsonst gewesen, die Atomkraft bestehe weiter. Aber dieser Eindruck täuschte, hier lohnt sich die Langzeitperspektive des Historikers. Denn auf längere Sicht bekam die Förderung der erneuerbaren Energien eben in den Jahren darauf doch den entscheidenden Kick. Die Älteren mögen sich zurückerinnern, schon damals gehörte es in der Ökoszene zwar zum guten Ton, sich zu den Erneuerbaren zu bekennen, aber es war nicht leicht, an sie zu glauben. Selbst Klaus Traube, einer der führenden Köpfe der Anti-AKW-Bewegung, wies mich damals warnend darauf hin, die Solarzellen seien viel zu teuer, die können wir vergessen. Sie waren ja bis dahin vor allem in der Raumfahrt weiterentwickelt worden, wo ja Geld keine Rolle spielte. Und jetzt komme ich zu einem Problem, was auch noch bisher, finde ich, in der Literatur wenig behandelt worden ist. Die reale Alternative zur Atomkraft war noch in der Zeit von Tschernobyl die Kohle. Diese rückte jedoch genau zur gleichen Zeit durch den Klimaalarm ins Zwielicht. Nicht im August des gleichen Jahres 1986, dieser berühmt-berüchtigte Spiegelartikel, der Kölner Dom halb unter Wasser. Im Grunde gerieten die Vorkämpfer der Energiewende dadurch erst einmal in eine Zwickmühle. Das hatte schon 5 Jahre davor mit dem Waldsterben-Alarm begonnen, über den die Atomlobby triumphierte und der ja damals ganz, ganz weite Kreise zog. Nun, darauf folgte die Verordnung der Entschwefelungsanlagen, aber durch diese wurde die Sonneneinstrahlung eher noch erhöht. Nicht? Auch so eine Ironie der Umweltpolitik. Und dann noch der Alarm über das Ozonloch, der sogar Daniel Cohn-Bendit in große Erregung brachte. Die Situation nach Tschernobyl brachte Handlungsimpulse zunächst in ganz unterschiedlicher Richtung. Kein Wunder, dass eine prompte politische Reaktion darauf erst ausblieb, zumal in jener Zeit noch sehr unsicher war,
wie weit die erneuerbaren Energien tatsächlich die große Alternative zu Kernkraft und Kohle boten. Der kurz auf Tschernobyl folgende solare Erwartungsboom über solar erzeugten Wasserstoff erwies sich als kurzlebig. Diese Anlage in Neuendorf vorm Walde, zunächst als größte der Welt gerühmt, ist inzwischen schon wieder abmontiert worden. Der Preissturz der Solarzellen wurde eine der ganz großen Überraschungen der Folgezeit. Um das Ausmaß dieser Überraschung zu ermessen, lohnt sich ein Seitenblick auf Hans Jonas. Das wohl berühmteste zukunftsweisende Opus der Umweltbewegung, das laut Spiegel 1989 in der Uniszene schon zum Kultbuch avancierte, veröffentlichte dieser 1933 aus Deutschland emigrierte Philosoph 1979 mit dem Prinzip der Verantwortung. Im letzten Teil des Buches Kritik der Utopie und die Ethik der Verantwortung wird deutlich, dass es sich um ein Gegenbuch gegen das Prinzip Hoffnung seines 1977 verstorbenen Mitimmigranten Ernst Bloch handelt, der hemmungslos für das friedliche Atom geschwärmt hatte. Deswegen fiel es seinem Freund Rudi Dutschke auch zunächst ziemlich schwer, auf Anti-Atom umzuschalten. Ein Tagebuch stöhnt er mal, lieber lässt er seinen Kindern aus Karl May vor, als sich mit der Atomproblematik zu befassen. Aber eben daraus, dass Jonas dem Utopisten Bloch eben keine Gegenutopie entgegenstellen will, ergeben sich charakteristische Denkhemmungen. Das Dauergebot sparsamer Energiewirtschaft und sein Veto gegen die Utopie lautet eine Überschrift. Zwischen den Zeilen erkennt man, für ihn, Hans Jonas, ist die Nutzung der Solarenergie zu schön, um wahr zu sein. Sie fällt unter Utopieverdacht. Und jetzt kommt das Verrückte, da erscheint ihm eine Gewinnung von Fusionsenergie im großen Stil immer noch realer, ausgerechnet diese Fata Morgana der Atomenthusiasten. Hier scheine sich, so Hans Jonas, ein Energieparadies zu eröffnen. Leider nur beschleunigt man damit den Wärmetod der Erde, wenn man damit darin zu üppig schmelzt, schwelgt. Da erkennt man, in welchem Maße der Preissturz der Solarzellen in den beiden letzten Jahrzehnten eine Überraschung bedeutet, selbst für Vordenker der Umweltbewegung, und wie sorgfältig man sich davor hüten sollte, Zukunftsentwürfe vorstellen unter Utopieverdacht zu stellen, zumal die deutsche Gesellschaft ohnehin nicht übermäßig utopiefreudig ist. Die Frage, wie weit die deutsche Energiewende zum Gelingen eben doch Visionen braucht und Visionen welcher Art, steht nach wie vor offen im Raum. Das ist wirklich eine sehr interessante Frage, über die es sich auch mal lohnt, verschiedene Vordenker der Ökowegen zu befragen. Ich überschlage mal was, auch das Ende des schnellen Brüters, das so ziemlich unauffällig auf Tschernobyl folgte, mit dem die Kernenergie endlich ihre Zukunft als regenerative Energie verlor. Überhaupt, das wird auch zu oft zu wenig gesehen, wenn traurig festgestellt wird, dass es auf der Erde doch noch viele Atomkraftwerke gibt und sogar noch Atomkraftprojekte. Der Brüter hat eigentlich überall, Brüterprojekte sind eigentlich fast überall auf der Welt gestorben oder existieren nur als Überbleibsel der Vergangenheit weiter. Auch in Frankreich ist der Brüter von Malville, 10 Jahre nachdem er so in ganzen Schlachten umkämpft, ziemlich stillschweigend abgeschaltet worden. Ich komme jetzt zum Schluss. Was können wir aus der Geschichte der Atomtechnik für die Energiewende lernen? Genau darüber hatten Lothar Hahn und ich ein langes Gespräch mit Klaus Töpfer. Und darauf schöpft auch das Schlusskapitel der Neuausgabe der Geschichte der Atomwirtschaft. Im Einklang mit Töpfer und auch mit Volker Hauf und Reinhard Loske, führenden Umweltexperten der SPD und der Grünen, erscheint mir folgender Punkt besonders wichtig. Einst bildeten die Atomkraftexperten, ungeachtet aller Differenzen,
eine große Familie, Community war der stehende Begriff. Sie kamen keineswegs allesamt aus einer Branche, vielmehr handelte es sich um ein Netzwerk zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Technologie, Politik und Publizistik. Viele bekannte Beteiligte kannten einander und waren schon gemeinsam zu Fachkonferenzen in der Welt herumgeflogen. Sie spielten, wenn es darauf ankam, einander die Bälle zu. Das war die entscheidende Bedingung für den Aufstieg der Atomkraft, ungeachtet aller von Anfang an im Raum stehenden Bedenken. Und auch die Anti-AKW-Bewegung verdankte ihren Erfolg wesentlich ihrer Vernetzung mit Politik, Wissenschaft, Medien und nicht zuletzt auch der Justiz. Nicht, wie gesagt, diese Erfolgsbedingung verdiente eigentlich noch viel stärker beachtet zu werden. Mir scheint, im Einklang mit Hauf, Loske und Töpfer, eine solche Community gibt es als Basis der Energiewende bislang viel zu wenig. Stattdessen ertönt unendlich viel Polemik von allen Seiten und, wenn auch manchmal gut gemeinte, so doch allzu oft destruktive Hyperkritik. Nicht? Also surfen Sie mal, googeln Sie mal unter Energiewende, Sie werden nach kurzer Zeit verrückt und, über all diese Schimpfkanonaden von verschiedenen Seiten. Soweit ich sehe, sind die Vorkämpfer der Energiewende bislang noch in viel zu unterschiedliche Szenen mit unterschiedlichen Menschentypen aufgesplittert, in Anhänger der Windkraft und der Solartechnik, der zentralen und der dezentralen Energieerzeugung, der Förderung energiesparender Technologien, dazu noch Bioenergie, Geothermie, verbunden mit fundamentalistischen Frontstellungen, Klimaschutz und Vogelschutz als wechselseitige Totschlagargumente, Green Growth kontra Degrowth, Effizienz kontra Suffizienz. Ich habe schon mehrfach gehört, dass sich selbst in der gleichen Institution die Effizienzleute und die Suffizienzleute unterschiedliche Lager bilden, die einander als soziologische Schluffis bzw. Technokraten betrachten. Ich mache aus Dezenz keine näheren Angaben. Irgendwie scheint seit geraumer Zeit nicht nur in Fragen der Energiewende eine unfruchtbare Polarisierung in der Luft zu liegen, die eine klare und offene Diskussion zu blockieren droht. Hier müsste es, scheint mir, viel mehr Gesprächsbereitschaft, konstruktive Kritik und politische Solidarität geben. Das ist übrigens auch ein letztes Ziel meiner Zukunftsgeschichte, denn bei der Zukunft muss man ja als allererstes bedenken, die Zukunft enthält Unbekannte, und wenn man sich das immer wieder vor Augen hält, wird man auch gesprächsbereiter gegenüber Leuten, die andere Zukünfte vor Augen haben. Und ich denke, viel mehr Gesprächsbereitschaft, konstruktive Kritik und politische Solidarität, das erscheint mir als eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Ich danke Ihnen. Entschuldigen Sie, ja. meine heisere Stimme von meiner Erkältung. Ja. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Radkau. Das war ein Rundumschlag mit sehr, sehr vielen Aspekten. Ich habe besonders also Ihren Hinweis nochmal auf die Schlagkraft der deutschen Anti-AKW-Bewegung aufgrund von Netzwerken und Verbindungen mir nochmal notiert, und ich denke, da ist auch eine Parallele zum Beispiel zur Friedensbewegung, die es ja auch ab einem bestimmten Punkt geschafft hat, nicht nur die unterschiedlichsten Akteure miteinander zu vernetzen, sondern vor allen Dingen es auch geschafft hat, so etwas wie eine Gegenexpertise aufzubauen. Und das scheint mir ein Parallelfall hierzu zu sein. Ja. Wir haben jetzt noch, Sie haben noch die Gelegenheit, Fragen bzw. auch Kommentare loszuwerden. Und ich hatte zwei Fragen, die vielleicht provokativ sind.
hinsichtlich der Energiewende. Fällt mir jetzt natürlich spontan ein, wir sind ja nicht das einzige Land, was über eine Energiewende nachdenkt. Wir sind aber, glaube ich, das einzige Land, was mit einer ganz, ganz relativ eng geführten Programmatik über die Energiewende nachgedacht hat, in der der Atomausstieg immer im Zentrum stand. In anderen Ländern ist das anders. Also es gibt ja in anderen Ländern ökomodernistische Positionen, die sagen, sie wollen die Energiewende, aber technologieneutral. Ja? Unter Einschluss von neuen Konzepten, neuer Kernreaktoren, die inhärent sicher sind, ihren Befürwortern zufolge oder sein sollen. Und die vollkommen anders aussehen als die jetzige Kerntechnik, die wir kennen, diese 1400 Megawatt Boliden auf der grünen Wiese. Und mich würde Ihre Position wirklich interessieren, was Sie davon halten. Das ist in Deutschland eine Dissidenzposition und daran schließt sich meine zweite Frage an, die vielleicht wirklich provozierend ist. Braucht die Energiewende nicht, ich glaube, Vernetzung hat die eigentlich ganz gut, aber momentan habe ich den Eindruck, ihr fehlt Dissidenz. Denn wir haben ja eine Energiewendenpolitik, die implementiert wird. Wir haben die ganz explizite Bevorzugung bestimmter Technologien durch Vorrang am Strommarkt. Wir haben eine Konzentration auf den Strommarkt, den viele auch kritisieren. Aber wir haben keine richtige Dissidenz, die noch gehört wird. Also es gibt viele, ich komme ja relativ viel rum auch und höre mir sehr viele Leute an, die Ahnung von Verbundnetzen haben und auch Leute, die für die Energiewende sind und die sagen, wir fahren die Energiewende an die Wand, rein technologisch, weil wir keine Vorkehrungen getroffen haben für das, was wir eigentlich bräuchten, um zum Beispiel Backup überhaupt zu haben für die Erneuerbaren. Und das sind ja alles Dinge, die müssten eigentlich jetzt diskutiert werden. Sonst gäbe es wahrscheinlich irgendwann genau das böse Erwachen, was die Kerntechnik nach Tschernobyl eben auch hatte. Und das sind Fragen, die mich tatsächlich umtreiben, weil ich mit sowohl als auch, ja, also mit Vertretern aller Seiten immer wieder zu tun habe und mich diese Frage auch wirklich interessiert, wie das gelöst werden könnte. Also über Ihre zweite Frage muss ich nochmal in Ruhe nachdenken. Ihre erste Frage, das ist ein interessanter Punkt. Ich muss auch ganz offen sagen, die erste Fassung meiner Atomwirtschaft, Rowohlt 1983, ging eigentlich von der Prämisse aus, auch wenn ich diesen nur so halb offen gelegt habe, es hätte viel zielstrebiger, systematischer nach alternativen Reaktortypen, inhärent sicheren Reaktortypen gesucht werden müssen. Es gab ja in den 50er Jahren zunächst ein ganz breites Spektrum vieler möglicher Reaktortypen und der Leichtwasserreaktor hat sich eigentlich nur deshalb durchgesetzt, weil er am frühesten da war und man über die längsten Betriebserfahrungen verfügte und ihn von den USA auch relativ billig bekam. Und auch nach Tschernobyl ist wieder von so Dissentern innerhalb der atomaren Community wieder so das Stichwort aufgekommen, jetzt ist die Zeit gekommen, so ganz neuartige Reaktortypen zu erproben. Vielleicht das berühmteste Beispiel, Alvin Weinberg, der frühere Leiter des US-amerikanischen Atomforschungszentrums Oak Ridge, der Weihnachten 1971 in einer Rede dem berühmt-berüchtigten Ausspruch tat, "We nuclear people have made a Faustian bargain with society." Wir Nuklearleute haben einen Faustschen Pakt mit der Gesellschaft geschlossen und Paul Faust hat ja einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Der entwickelte sich immer mehr zu einem sehr prominenten Dissenter innerhalb der amerikanischen Community. Er verlor auch seinen Vorstandsposten von Oak Ridge und hat dann nach dem TMI-Störfall eine Second Nuclear Era, eine zweite nukleare Ära proklamiert. Und zeitweise war ich auch beeindruckt von dieser Literatur. Es war einfach so interessant, sich damit zu beschäftigen. Und nur, ich meine, aus der bisherigen Geschichte der Kerntechnik kann man doch nur das eine lernen, dass solche Projekte aus propagandistischen Gründen
immer vorübergehend mal propagiert werden, gerade so in Krisenzeiten, wenn es einen großen Störfall gegeben hat, nach einiger Zeit schlafen sie wieder ein. Ob das in aller Zukunft auch immer so sein wird, kann ich natürlich nicht sagen. Aber die bisherigen historischen Erfahrungen sind also ganz eindeutig negativ. Ich habe auch darüber vor einiger Zeit noch mit Lothar Hahn korrespondiert. Ich kriege manchmal auch so Zuschriften, so Mails mit so exotischen Reaktortypen. Dann geht das an Lothar Hahn weiter, was davon zu halten ist. Aber der sagt doch immer wieder, vergiss das. Aber Ihre zweite Bemerkung fand ich sehr interessant, dass der Energiewende es auch an Dissidenz fehlt. Es mag schon sein, in einer Weise gibt es unheimlich viel Polemik, aber in anderer Weise gibt es auch zu Themen, die zu sehr liegen, die zu sehr liegen gelassen werden. Den Eindruck habe ich auch. Weiterentwicklung der Speichertechniken, vielleicht auch Nutzung der intelligente Nutzung der. Es mag schon sein, der Standardkonflikt immer ist der. Ist die Solarenergie zu viel subventioniert worden oder ist sie zu wenig subventioniert worden? Nicht? Und beide Positionen werden mit einem großen Geschimpfe vorgetragen. Aber es gibt also verschiedene Schaukämpfe, aber ich glaube schon, Sie haben recht, dass da wichtige Themen so links liegen gelassen werden. Jetzt haben wir hier noch eine Wortmeldung und ich glaube, wir sammeln mal ein bisschen. Also Sie... Ich habe eine völlig anders geartete Frage, und zwar die Katastrophe war ja in der Sowjetunion damals. Wissen Sie auch etwas darüber, wie sich das dort ausgewirkt hat, aus der Politik, jetzt von der Geschichte her? Ich habe zu der Zeit, als die Katastrophe stattfand in der DDR, in der Firma gearbeitet, die die Kraftwerke gebaut hat. Also ich kannte da auch die Physiker, die wirklich direkt an Greifswald und den anderen Projekten mitgearbeitet haben. Interessiert mich jetzt einfach, ich meine, es gab sowas in der DDR nicht. Wir haben das beobachtet. Protestieren gegen Kernkraftwerke, aber das war da nicht so. Aber wissen Sie etwas darüber, ob was in der Politik da diskutiert wurde oder Forderungen auch von der DDR, also von Westdeutschland an die DDR gestellt wurden? Da ist noch eine Wortmeldung. Also wir Antworten gesammelt. Ja, ich habe eine ähnliche Bemerkung wie die Kollegin, einmal eine historische und andererseits eine aktuelle, die sich auf die Energiewende bezieht. Also ich bin immer sehr dankbar, Herr Radkau, wenn Sie darauf hinweisen, dass sich sozusagen die Geschichte der Kernenergie sowohl an ökonomischen als auch an juristischen Fragen, obwohl ich selber kein Jurist bin, entzündet. Und ich glaube, dass sozusagen Gegner und Befürworter zu unterschiedlichen Zeiten nämlich genau diesen Malus der Kernenergie erkannt hatten, nämlich dass sie weder wirtschaftlich ist, noch dass sie sozusagen juristisch eigentlich zu beseitigen ist. Sie haben ja schon das RWE-Beispiel zitiert, also ich habe das selber in Quellen untersucht, es hat ja sogar so weit geführt, dass sich die bekannten Mandl und Meisenburg gegenseitig mit Beschlüssen befeuert haben und gesagt haben, ihr dürft nicht miteinander reden. Ne? Ja. Und später haben ja sozusagen in den 80ern die Kernenergiebefürworter durch sogenannte Klagen gegen Teilerrichtungsgenehmigungen und gegen die Bauzinsen, die sich daraus ergeben haben, ja auch dafür gesorgt, dass die Kernenergie weiter unwirtschaftlich ist, was sie auch vorher schon war. Die Kollegin hat schon angedeutet, womit sozusagen aktuell hängt. Ich glaube, dass es große Felder gibt der Energiewende, die nicht beackert werden, beziehungsweise mit Ausreden bepflastert werden. Ich möchte mir jetzt gerne mal ein Beispiel einstreuen, um zu verdeutlichen, dass ich glaube, dass das ist jetzt auch wieder Glaskugel, ne? Ich glaube, dass Technik- und Umwelthistoriker für Glaskugeln ganz besonders geeignet sind, aus verschiedenen Gründen. Ich bin der Auffassung, dass sozusagen, wenn wir 2021 darauf zusteuern, dass fünf Kernkraftwerke mit einmal vom Netz gehen, dass wir dann in bestimmten Engpassgebieten darauf durchaus hinauslaufen könnten, dass es wieder zum Anfahren von Kernkraftwerken kommen könnte, wenn keine Kohlekraftwerke dafür eingesetzt werden.
Ich mache noch einen kleinen Schlenker. Also im Moment wird gerade sehr stark diskutiert, was unter dem Begriff Sektorenkopplung verstanden wird. Also das ist nichts weiter als die Elektrifizierung des Wärme- und Verkehrsmarktes. Also übersetzt E-Autos und Wärmepumpen. Wenn wir sozusagen darauf hinauslaufen, dass mit dem Überschussstrom der Erneuerbaren in einzelnen Engpassgebieten Wärmepumpen gefördert werden und auch Elektromobilität, was sehr zu befürworten wäre, vorangetrieben wird, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wenn wir in einzelnen Engpassgebieten, Region um Mannheim wäre eine zum Beispiel, ganz konkret Engpasssituationen bekommen, die nicht aufzufangen sein werden durch Erneuerbare, weil wenn der Leitungsausbau im Übertragungsnetzbereich weiter so geht, dann wird es ganz schön enge. Das würde mich interessieren, Ihre Meinung zu meiner zweiten steilen These und zur ersten vielleicht auch. Dankeschön. Zur ersten Frage, Auswirkungen auf die Sowjetunion. Ich glaube, es gibt hier andere im Raum, die darüber kompetente Auskunft zu geben. Mikrofon bitte. Ja. Auswirkungen von Tschernobyl auf die Sowjetunion. Also soweit ich sehe, gibt es hier andere im Raum, die dafür, die, glaube ich, kompetentere Auskunft zu geben vermögen. Es scheint so, dass Tschernobyl auch Gorbatschow bewusst gemacht hat, dass er auch selber nur unzulänglich informiert war und dass er das auch dazu antrieb, die Perestroika weiter voranzutreiben, weil auch die Regierung selber von einer größeren Offenheit profitierte. Aber ich weiß nicht, wie weit Legasov, einer der Hauptverantwortlichen für Tschernobyl, ihr allgemein bekannter Name ist. Der hat sich ja einige Zeit darauf erhängt, nachdem er noch im Brundtland-Report noch eine Aussage gemacht hatte. Nicht? Ist also ganz sicherlich für viele ein furchtbarer Schock gewesen. Ich kam mal zufällig die näheren Begleitumstände. Will ich nicht ausführen. Hat man einen Abend mit Tschernobyl-Gewinnern zusammen gesoffen und durch Tschernobyl sind natürlich viele Karrieren zusammengebrochen. Und natürlich sind auch andere Leute nach oben gekommen und erzählten mir, es hätte eine riesige Party, eine feuchtfröhliche Party der Tschernobyl-Gewinner gegeben. Also was es nicht alles so gibt, nicht der eine von den beiden, mit denen hinterher kam heraus, der eine von den beiden, mit denen ich gesoffen hatte, wir haben hinterher sogar noch zusammen ein russisches Liebeslied gesungen, nicht? War Leiter der neue Leiter der sowjetischen Reaktorentwicklung, der andere der neue Leiter der sowjetischen Atomwaffenentwicklung, kriegt man noch ein etwas merkwürdiges Gefühl mit solchen Leuten. Aber ich bin also nicht darauf präpariert, jetzt einen größeren Überblick zu geben über die Wirkung auf die Sowjetunion. Hat es dazu hier eigentlich kein Referat dazu gegeben, nicht? Ach so. Ja, also würde ich das lieber an den Referenten weitergeben. Auch übrigens hier, diese Feindschaft zwischen Mandl und Meisenburg. Also ich habe Meisenburg noch persönlich lange interviewt, war ein hochinteressantes Interview. Der mir auch erzählte, wie er am Ende doch auf die Kernenergie umschwenkte, als ihm die Unsicherheit des Ölgeschäfts bewusst wurde. Und Mandl habe ich nicht mehr erwischt, der ist mir weggestorben. Ich habe nur noch seine Witwe interviewen können, die darüber klagte, Mandl wäre deswegen so früh an Krebs gestorben, weil er immer so ständig so viel geärgert worden wäre von dem RWE-Vorstand. Zu den Themen, die Sie angeschnitten haben, ach, ich fühle mich da irgendwie überfordert. Ich meine, der ganze Verkehrssektor ist natürlich
der heikelste Bereich der Energiewende, der deswegen meistens auch gar nicht zur Sprache gebracht wird. Nicht? Das ist ein ganz, ganz heikler Punkt. Der über 80-jährige Schmidt Blieg, der zu den Gründervätern des Wuppertal-Instituts gehört, hat ja vor einiger Zeit ein Büchlein herausgebracht, Grüne Lügen, von Anfang bis Ende ein Geschimpfe, wo er die ganze Energiewende als Farce darstellt, unter anderem auch deshalb, weil sie dem Verkehr, nicht, und einem der größten CO2-Emittenten, nichts abhaben kann. Ich meine, ich hab da natürlich auch keine Patentlösung, ob dem E-Auto, dem Elektroauto die Zukunft gehört, ist auch innerhalb der Autobranche ein heftig umstrittenes Thema. Eins, glaube ich, immerhin sagen zu können, dem E-Bike, dem Elektrofahrrad, dem gehört ganz sicherlich die Zukunft. Es wird ja ständig weiterentwickelt und es ist erstaunlich, wie für fast nichts es wieder voll aufzutanken ist und die immer neue Modelle fahren auch immer länger. Ich kann nur sagen, das E-Bike hat zur Stabilisierung meiner Ehe ganz wesentlich beigetragen, obwohl wir schon 50 Jahre zusammen sind. Aber es gab eine Zeit bei gemeinsamen Radtouren, wo ich meiner Frau, wenn es raufging, immer wegfuhr. Dann habe ich ihr ein E-Bike geschenkt und seitdem ist es umgekehrt. Seitdem fährt sie mir weg. Nein, also dem E-Bike gebe ich eine ganz große Zukunft, sicherlich auch in der dritten Welt. Und es trägt eben auch dem Altern der Bevölkerung Rechnung, denn irgendwann kommt man in so Jahre, wo man aus eigener Kraft die Berge nicht mehr so leicht hochkommt. Ne? So, wir haben jetzt noch eine Wortmeldung und dann würde ich doch, glaube ich, langsam zum Schluss kommen. Mein Name ist Stadermann vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Darf ich vielleicht die Frage von Ihr beantworten, und zwar aus Ihrem Buch heraus. Sie haben ja ein wunderbares Buch geschrieben, die Ära der Ökologie. Und da haben Sie, für mich jedenfalls sehr überraschend doch auch gesagt, ohne Tschernobyl wäre der Ostblock nicht zusammengebrochen. Also ich überspitze es vielleicht ein bisschen, aber Sie haben sehr deutlich gezeigt, wie die Umweltbewegungen in der Sowjetunion, in Polen, in den baltischen Republiken, auch in der DDR, damals einen ungeheuren Auftrieb bekamen. Und da eben die Demokratie fehlte, dieser Umweltbewegung auch einen Einfluss zu geben, brach sich das dann eben auch politisch auf anderen Gebieten durch oder Bahn. Und das fand ich schon sehr wichtig und insofern danke ich Ihnen da eigentlich auch sehr dafür, dass Sie in Ihrem Buch das mal so deutlich gezeigt haben, wie auch im Zentralkomitee der russischen kommunistischen Partei, das ja also in einer Weise diskutiert worden ist, die waren ja auch, wie Sie sagten, ja, so völlig von den Socken, dass sowas überhaupt passieren konnte. Und das war wohl eine Offenheit, die da ein paar Monate lang zumindest dort unter den Genossen da möglich wurde, sodass da auch Konsequenzen gezogen werden konnten. Und also, aber dass der ganze Ostblock da ein Baustein zumindest zum Zusammenbruch geführt hat, das fand ich schon toll. Also dazu haben wir heute Kollegen aus dem Ostblock gehört, aus dem ehemaligen, und hatten eine sehr angeregte Debatte. Und vielleicht kann man dieses Gespräch fortsetzen. Wir laden nämlich noch eine Treppe tiefer zu einem kleinen Empfang. Und wie gesagt, da kann noch weiter diskutiert werden. Ich möchte jetzt noch mal ganz, ganz herzlich Herrn Professor Radkau danken für den sehr inspirierenden Vortrag und es geht morgen früh hier um 9 Uhr weiter, aber wie gesagt, Sie haben jetzt noch Gelegenheit, unten noch miteinander ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank.